Heute Mittag hat der Dirk gesagt, ja, Laptop, das kann das ja gar nicht, stimmt nicht, ich habe einen mitgebracht, da läuft das Spiel sogar drauf. Aber zum Einstimmen gibt es erstmal ein kleines Video. Kann man schön laut machen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, das wäre erstmal das Video zum Einstimmen. Da geht es um Crisis. Und zwar der Titel von meinem Vortrag ist auf schlau Iterative Game Design. Das heißt eigentlich nur, ich versuche mal zu erklären, wie wir bei Crytek damit umgehen, Sachen ins Spiel zu bringen von hey, es wäre doch cool, wenn wir das und das könnten, bis hin zu funktioniert auch wirklich im Spiel und kann getestet werden und auch dem Publisher verkauft werden, so als tolles Feature, dass das auch das Geld wert ist, was man in so einen tollen Trailer investieren muss. Weil der Hauptstar des Trailers und zu einem gewissen Grade auch von Crysis ist der sogenannte Nanosuit. Das ist eins von unseren Core-Features, was wir uns ausgedacht haben. Da rechts sieht man es. Da links steht nochmal mein Name. Ich habe das Game Design für Crysis gemacht. Also ich bin verantwortlich dafür, dass die ganze Schruse dann auch Spaß macht irgendwann mal. Andere Leute sind dafür verantwortlich, dass es cool aussieht, was eine ganz gute Arbeitsteilung ist. Und in dem Vortrag heute geht es darum, wie kommt man denn eigentlich zu so einem Feature? Also von der ersten Idee bis hin zu der finalen Version im Spiel und was dazwischen auch so alles schief gehen kann. Weil die eigenen Ratschläge befolgt man ja immer am ungernsten. Das ist nochmal der Nanosuit in der Goldversion, so wie es dann am Schluss aussah. Schick, ne? Aber gehen wir mal ganz an den Anfang. Wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Der interessante Teil ist nämlich, dass in dem Ursprungskonzept von Crysis gab es gar keinen Nanosuit. Und zwar hatten wir damals, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, war schon relativ klar, wir wollten einen Science-Fiction-Titel machen, also ein bisschen Sci-Fi, ein wenig in die Zukunft, nicht zu viel, sondern so das übliche 20 Jahre in die Zukunft, dass es noch mit der Realität verbunden ist, also nicht super Sci-Fi à la Halo, sondern wir wollten ungefähr 20 Jahre, 10 bis 20 Jahre in die Zukunft gehen und haben uns dann versucht zu überlegen, was kann man denn da an neuen Technologien anbieten, die zum einen noch halbwegs realistisch sind, aber zum anderen schon uns erlauben, halt etwas zu machen, was ziemlich cool und over the top ist. Hollywood 11, wie man so schön sagt. Der Vortrag ist leider in Englisch, die Slides.
Ich werde mein Bestes geben, das immer so ein bisschen zu übersetzen. Und ich hoffe, das ist kein Problem, dass es hier in Englisch ist. Am Anfang von dem Spiel hatten wir die Vision, dass man ein Upgrade-System hat. Kennen die meisten, die entweder RPGs spielen oder Online-Spiele. Ist sehr beliebt in der Welt, dass man seine Spielfigur upgradet über die Zeit. Dass man, man erwirtschaftet sich neue Eigenschaften, neue Fähigkeiten, neue Items, also neue Gegenstände, indem man zum Beispiel erstmal 2 Stunden lang Ratten erschlägt, ist ja sehr beliebt in Online-Spielen, oder aber, dass man bestimmte Fähigkeiten perfektioniert. Das Problem, das wir dann hatten, was sich dann relativ schnell herausgestellt hat, ist, dass nachdem man dann ungefähr 10 Stunden Crysis gespielt hatte, damals noch, dann hatte man endlich alle coolen Sachen, aber da war das Spiel auch schon fast vorbei. Da haben wir uns gedacht, naja, ist vielleicht keine so tolle Idee, wenn man die coolen Sachen dem Spieler erst gibt, wenn das Spiel in 15 Minuten vorbei ist. Und haben uns dann entschlossen, diesen Nanosuit ein bisschen in der Wichtigkeit anzuheben und zu so einem sogenannten Core-Feature, also einem Kern-Feature des Spiels zu machen. Wie haben wir damit angefangen? Zuerst haben wir uns zusammengesetzt, in ganz klassischer Weise, und haben uns überlegt, was macht denn Spaß? Was kann man für coole Sachen machen? Was wollen wir als Game Designer und als Spieler, was für coole Sachen wollen wir dem Spieler ermöglichen? Nochmal auf schlau, ist das ein sogenanntes Bottom-up-Design für die Game Designer. Also wir haben nicht angefangen mit dem High-Level-Konzept von oben, mit dem Setting, sondern haben von unten angefangen mit den Dingen, die der Spieler im Spiel wirklich tut. Also von Minute zu Minute das sogenannte Gameplay. Also das, was eigentlich schließlich und endlich auch Spaß machen soll. Der nächste Schritt war, dass wir uns überlegt haben, welche Werkzeuge müssen wir dem Spieler geben, damit er diesen ganzen Kram auch machen kann, also die sogenannten Features, übersetzt in die Spielwelt, die Spiellogik, das Spielenvironment. Und dann schließlich und endlich, wie kontrolliert man den ganzen Schose? Also das Interface, die Benutzerschnittstelle, die wir den Leuten bieten müssen, damit das auch Spaß macht, das zu benutzen und nicht nur eine coole Idee ist, die aber so kompliziert ist, dass sie keiner benutzt und wir als Game Designer oder ich als Game Designer dann komplett versagt hätte. Will ich natürlich nicht. So, das war der erste Schritt in der Kreation des Nanosuit, sehr eindrucksvoll auf einem Whiteboard. Das war vor ungefähr 1,5 oder 2 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, so um den Dreh. Und war ein klassisches Brainstorming. Wir haben uns in den Raum gesetzt, also ich als Game Designer, unser Lead Designer und ein Programmierer und ein Artist war noch dabei. Und wir haben Kram aufgeschrieben, der potenziell cool wäre, oder auch nicht, den man da machen kann. Da sind so Sachen dabei, wie die Reifen von einem Auto kaputt schießen, dass es schön durch die Gegend fliegt. Alles, was wir aus unseren Lieblings-Hollywood-Streifen denn so kennen und lieben und gerne mal selbst machen würden. Da sind auch so blöde Ideen dabei, wie seine eigene Waffe einem Feind an den Kopf schmeißen. Warum zum Teufel soll ich das machen oder warum soll das cool sein? Fragt man sich, aber damals dachten wir, das wäre cool. Naja. Und da sind alle möglichen Sachen drauf. Vieles davon hat es nicht bis ins Spiel geschafft. Bei vielen Sachen ist es auch gut so, dass sie das nicht geschafft haben. Manche Sachen dahingegen haben sich dahin entwickelt, dass wir gemerkt haben, damit ich etwas Cooles machen kann, wie zum Beispiel aus einem, ich weiß nicht, habe ich da noch ein Push-Vehicle steht da unten, also ein Fahrzeug durch die Gegend schieben, also ein bisschen übertrieben, wollten wir, dass man die umschmeißen kann, wenn man dranhaut, steht da unten irgendwo. Und da haben wir gemerkt, wir brauchen etwas, was das dem Spieler ermöglicht und was irgendwie halbwegs logisch in der Welt des Spieles, also in der Game-Logic, was da einen halbwegs einen Sinn ergibt. Man akzeptiert ja die unlogischsten Sachen in Filmen, wenn man von Anfang an halbwegs logisch in die Welt reingeführt wird. Also niemand hinterfragt, dass in X-Men Wolverine diese komischen Klingen hat in der Hand. Das wird einem erklärt, der hat dieses Adamantium-Skelett, bla bla bla, geheimes Experiment. Und als Zuschauer schaltet man dann sozusagen ein Stück von seinem Verstand ab. Das sogenannte Suspension of Disbelief, also ein sehr hilfreiches Mittel für einen Game Designer, dass die Leute sagen, ja, okay, wenn du das sagst, dann ergibt das einen Sinn. Man darf da die Leute nicht vergräzen und ihnen dann hinterher was anderes präsentieren. Die Linda hatte das schon erwähnt am Anfang. Die Inkonsistenz, wenn ich einen Rocket Launcher habe, kennt jeder von früher, eine Holztür, einen Rocket Launcher, ich schieße drauf, nichts passiert, denkt sich der Spieler, na toll. Ergibt keinen Sinn, da muss man aufpassen. Aber zuerst, wir sind ja Crytek, muss natürlich cool aussehen, haben wir uns überlegt, wie sieht das denn auch wirklich aus, dieses Ding, dass man da auch cool, zumindest
unter den Jungs halt sagt irgendwie, das ist aber cool. Meine Freundin hat da eine andere Meinung, aber naja. Und zwar haben wir dann gedacht, ich habe dann versucht, auch etwas Nachhaltigkeit in das Spiel reinzubringen und habe mir überlegt, was ist denn halbwegs realistisch in 20 Jahren oder 10 Jahren oder 15 Jahren? Wir hatten uns da mal, wir hatten als Datum für das Spiel ungefähr 2020 angepeilt, als grobe Idee. Und da habe ich mich mal schlau gemacht bei dem amerikanischen Militär, die ja auch sehr technologieverliebt sind. Und die haben ein sogenanntes Future Warrior Programm. Das gibt es in mehreren Iterationen. Es gibt den Future Warrior 2020, es gibt auch den Future Warrior 2010. Es gab sogar mal den Future Warrior 2000, der ungefähr so aussah, wie die amerikanischen Soldaten jetzt aussehen. Das Future Warrior 2010 Programm ist auch sehr beliebt in Computerspielen. Ghost Recon basiert darauf, mit diesem kleinen Visor, den man da hat und diesen Drohnen, die durch die Gegend fliegen, ist fast 1:1, entspricht dem Militärprojekt Future Warrior 2010. Wir haben uns dann natürlich gedacht, haha, das können wir besser, und haben gedacht, wir nehmen Future Warrior 2020. Da sieht man ihn auf der linken Seite von euch aus gesehen. Das ist ein sehr früher Prototyp, wie man sieht, weil der sieht ein bisschen dämlich aus. Das ist im Prinzip so jemand, der hat, ich darf ja nicht aus dem Bild gehen, aber da unten an den Beinen hat er so eine Art Exoskelett, wie man das nennt, also so eine Art Schiene, die über einen Motor, den der auf dem Rücken trägt, wo wahrscheinlich noch ein kleiner Atomreaktor drin ist, ist es so konzipiert, dass es die Bewegungen der Spielfigur, des Soldaten verstärkt, dass er schwere Sachen tragen kann, höher springen kann, schneller rennen kann. Habe ich natürlich gedacht, haha, das ist ja cool. Und auf diesem Programm haben wir eigentlich als Inspiration erstmal aufgebaut und haben uns gedacht, naja, so unrealistisch ist das ja anscheinend nur auch wieder nicht. Und sind dann in die Konzeptphase gegangen. Da sieht man auf der anderen Seite so ein paar kleine Beispiele, wie das ungefähr aussehen sollte. Damals, 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 alles lange her. Hier ist so eine ganze Reihe. Da sieht man noch Spuren von dem unglücklich damals angedachten Upgrade-System. Also ganz auf der rechten Seite sieht man, da hat der Kamerad, nee, auf der linken Seite, Entschuldigung, da hat der Kamerad noch keinen Helm an. Und auf der, am anderen Ende der Skala ist er da hingegen in einem kompletten Vollanzug mit Helm und Visier und allem verborgen. Wofür wir uns schließlich entschieden haben, ist sozusagen die goldene Mitte, was oft das Schlauste ist, und haben beide Extreme kombiniert und daraus die Standardspielerfigur gemacht. So, nach unzählichen Iterationen und unendlich langer Mühe und Konzeptarbeit sah das Ganze dann so aus. Das ist auch ein bisschen älter, aber es ist sehr nahe dran an dem finalen Spielermodell. Ein wichtiger Ansatz, den wir hatten, war, wir wollten keinen Spielercharakter, keinen personalisierten Spielercharakter haben, also nicht wie in Half-Life Gordon Freeman, der eine Persönlichkeit hat, der hat ein Gesicht, der hat eine Geschichte, die auch sehr wichtig ist für die Story-Entwicklung in Half-Life und Half-Life 2 und der ganzen Franchise. Das andere Extrem ist Halo, die den Master Chief haben, der eigentlich keine Person ist, sondern nur ein Anzug, eine Rüstung, also vergleichbar mit unserem System, die es dem Spieler erlaubt, sich mit der Spielfigur besser zu identifizieren. Also es gibt da beide Ansätze. Wir haben uns für den entschieden, dass wir einen Helden haben, der keine sichtbare Persönlichkeit hat, die in Cutscenes gezeigt wird, kein Gesicht, um besser als Vehikel dafür zu dienen, dass man sich denkt, Mann, ich bin ja jetzt der coole Held. So. Währenddessen hat sich das Game Design, hatte die Aufgabe, die nicht einfach war, so was für cooles Zeug kann ich denn jetzt nun wirklich damit machen? Eine Sache, die wir von Anfang an cool fanden, ist, dass man Sachen durch die Gegend schmeißt. Eine sehr coole Idee, schwere Gegenstände hochheben und durch die Gegend schmeißen, macht einen Haufen Spaß. Den Game Designer in der Theorie, den Programmierer nicht. Die haben gleich gesagt, hast du sie noch alle? Und eine Sache dazu, auf die ich später noch eingehe, ist natürlich die Consistency, also die das deutsche Wort wäre Konsistenz, passt aber nicht ganz. Also dass man ein Feature in der Logik von Anfang bis zu Ende auch wirklich ausführt, also bis zum logischen Schluss in das Spiel implementiert. Sachen hochheben, wie solche Dinge, ist relativ einfach, technologisch gesehen, auch vom Game Design her, weil das ist relativ kontrollierbar. Wenn ich jetzt Sachen habe, die sich bewegen, dynamisch bewegen in der Welt, wie meine Feinde,
wie dieser arme Kamerad, der gerade die Mülltonne an den Kopf kriegt, weiß ich natürlich nicht, was der jetzt gerade macht. Das heißt, der Spieler muss da vom Programm her dynamisch darauf reagieren. Wir haben dann die Erfahrung gemacht, okay, wir haben alles, was statisch ist in der Welt, haben wir grabbable, also interaktionsfähig gemacht. Also man konnte alle Objekte, die da rumstanden, die halbwegs einen Sinn ergaben, also wie ein Tisch zum Beispiel, konnte man in die Hände nehmen und durch die Gegend schmeißen. Und dann kam natürlich in einem von den ersten Fokustests, die wir gemacht haben, ist dann natürlich der Spieler, hat alle Tische und tollen Sachen, wo wir so stolz drauf waren, dass man die hochheben kann, hat er ignoriert, ist zu dem nächsten Nordkoreaner, das sind unsere bösen Jungs, hingelaufen, hat gesagt, warum kann ich den denn nicht hochheben? Habe ich gedacht, oh Mist, die Programmierer haben gedacht, oh mein Gott. Aber wir mussten es dann halt machen. Wir hatten dann die Wahl, entweder lassen wir es ganz weg oder wir machen es so, dass es wenigstens bis zu einem in der Spielewelt logischen Status fortgeführt wird. Für uns hieß das, auch wenn es weh tut, man muss es so machen, dass die Charaktere auch eine Interaktionsmöglichkeit haben, dass ich die wirklich packen und durch die Gegend schmeißen kann. So, der nächste Schritt, also da wussten wir jetzt schon, ein Großteil der Features hat sich aus solchen Überlegungen ergeben. Es fing also so banal an wie, oh, es wäre doch cool, wenn ich die Mülltonne durch die Gegend schmeißen kann, hat sich dann weiterentwickelt zu einem komplexen System, das also darauf hinauslief, dass ich mit meiner Umwelt interagieren kann, was irgendjemand der AI beibringen musste, dass man auf einmal die Tonne hochhebt und das ist jetzt keine Deckung mehr, sondern der muss jetzt woanders hinlaufen, was anfangs, als das noch nicht ging, zu sehr witzigen Situationen geführt hat. Geht halt so weit hinaus, dass es in sehr technische R&D, also Forschungsbereiche vordringt, wie zum Beispiel die interaktive Interaktion mit einem beweglichen Charakter, was zum Beispiel Animatoren in den Wahnsinn treiben kann, weil ich kann den hochheben und packen und in die unmöglichste Ecke des Levels tragen und da wieder hinstellen. Eben kam ja die Frage nach dynamischer Animation, was passiert, wenn ein Charakter auf einmal auf so einer Schräge steht. Und das erfordert, wie du schon so richtig gesagt hast, dann auf einmal ein dynamisches Animationssystem, das in der Lage ist, dass der Charakter dann auf einmal mit einem Bein auf einer Tonne steht und mit dem anderen Bein auf dem Boden. Ja. Der nächste Schritt ist, man muss den ganzen Kram ja auch benutzen können, weil in der Theorie ist es ja cool, aber es muss den Leuten ja auch Spaß machen, dieses Feature wirklich zu benutzen, weil ein Feature, das keiner benutzt, ist nichts wert. Im Gegenteil, es ist ja noch kontraproduktiv. So, eine Aufgabe des Game Designers, in dem Falle mir, war es, sich mal auszudenken, wie das Interface funktioniert. Das da ist der erste Entwurf von mir in Visio oder PowerPoint oder irgend sowas gemacht. Und da sieht man, in der Mitte habe ich so eine Art Pop-up-Menü. So hatten wir uns das vorgestellt, ähnlich wie in manchen 3D-Programmen, die das ja auch haben, dass ich so eine Art sternförmiges Menü habe, in dem ich verschiedene Optionen auswählen kann. Das waren damals noch ein bisschen mehr, wie man da sieht, Speed, Strength, Defense hieß das. Die Namen haben sich noch geändert. Und ist relativ simpel angelegt als erster Versuch. Und natürlich, was man dann als Game Designer macht, ist, man geht in sein Kämmerchen und versucht, die weisen Designratschläge zu befolgen, die man sich entweder selbst erarbeitet hat oder von schlaueren Leuten gelernt hat. Und zwar, Komplexität und Benutzbarkeit hassen sich gegenseitig. Also je mehr Komplexität ich dem Benutzer biete, desto schwerer ist es, das Ganze zu benutzen. Mein Paradebeispiel sind diese tollen Telefone, die unglaublich viele Sachen können, die ich aber nicht benutzen kann, weil ich nicht weiß, wie es geht. Und demzufolge sind diese Features wertlos für mich, weil ich einfach nicht weiß, wie das funktioniert. Konzepte, der nächste Punkt, funktionieren nie, wenn es um Interface geht. Traurig, aber wahr. Iteration und Prototyping und Playtesting ist der einzige Weg, das richtig hinzukriegen. Man muss es im Spiel zeigen, also nicht in einem Prototyp nur, sondern es muss dann auch in der Komplexität und in dem ganzen System des Spieles funktionieren. Also irgendwann muss ich in den sauren Apfel beißen und das ganze Feature, was ich entworfen habe, das ganze Interface, muss ich integrieren in die Engine und mal sehen, was dann damit passiert, wenn es mit allen anderen möglichen Features und Limitationen interagiert. Interfaces, also Benutzerschnittstellen, müssen sich zusammen mit den Features, also mit den Möglichkeiten, die sie bieten, entwickeln. Also es kann sein, dass man anfängt und hat ein Waffenmenü, in dem ich vier verschiedene Waffen auswählen kann oder fünf, à la Battlefield, kennt jeder. Das ist unten in der Ecke, wenn ich das Mausrad bewege, kommt so ein Auswahlbalken, der mir zeigt, was ich alles habe. Da kann ich dann schön rauf und runter scrollen und das Ganze auswählen.
Wenn ich jetzt aber eine neue Waffe hinzufüge, muss ich dabei berücksichtigen, dass es dann unter Umständen nicht mehr auf den Bildschirm passt. Dann muss ich das ganze Ding kleiner machen oder mir was Neues einfallen lassen. Was da sehr, sehr hilft, oder uns zumindest geholfen hat, sind Prototypen. Und zwar so früh und so oft, wie es geht. Der letzte Punkt sind die leidigen Fokustests. Die sind schmerzhaft, gerade für den Designer, aber gut, weil die Leute machen immer genau das Gegenteil von dem, was man sich ausgedacht hat. Das kennt jeder, der in der Entwicklung arbeitet oder der schon mal einen Prototyp oder ein Spiel gemacht hat. Die Leute laufen immer in die falsche Richtung. Die drücken immer den falschen Knopf. Und egal, was man sich ausdenkt, die machen immer das Gegenteil. Ist ja eigentlich unverschämt, denkt man sich als Game Designer. So. Allerdings, die Lektion daraus, die schmerzhafte ist, der Spieler hat immer recht. Wenn der halt nicht den Knopf drücken will oder nicht nach rechts gucken will, ist ja seine freie Entscheidung. Es ist ein interaktives Medium. Das heißt, wenn ich den Leuten vorschreibe, was sie zu tun haben, bin ich in der falschen Branche, weil dann sollte ich lieber einen Film machen. Und wenn man es im Spiel erklären muss, also wenn es notwendig ist, der berühmte Spruch, read the fucking manual, gilt nicht, weil das macht kein Mensch. Man kann da immer so oft sagen, ja, hättest du mal in die Betriebsanleitung geguckt oder in die Gebrauchsanweisung? Sagt mir unsere IT-Abteilung immer, wenn ich ankomme und irgendwas nicht weiß bei dem Ding. So, guck doch einfach in die Gebrauchsanweisung, sage ich immer, nee, will ich nicht. Und die Lektion daraus ist, wenn man es erklären muss, ist es zu komplex. Ein Kernfeature von einem Spiel sollte immer so funktionieren, dass man es nicht erklären muss. Es gibt da gewisse Standards, auf die man sich verlassen kann, wenn man wie Crytek hauptsächlich Shooter macht, weiß man schon mal WASD, also die Tastatursteuerung und die Maus, kann man sich darauf verlassen, dass die meisten Leute das kennen. Weil das Zielpublikum hat mit höchster Wahrscheinlichkeit schon mal sowas gespielt. Man kann sich nicht 100% darauf verlassen, das muss man die Leute nochmal dran erinnern, aber man kann sich schon darauf verlassen, dass ungefähr 60% des Zielmarktes schon mal gelernt haben, dass Mausbewegen heißt, mich in der Gegend rumgucken und WASD heißt, navigieren in der Welt. Weil sonst endet man mit einem tollen Feature, das im Spiel nicht benutzt wird. Und das heißt, man hätte sich die Arbeit eigentlich sparen können und das Geld und die Mühe und hätte sich lieber um was anderes gekümmert. Der Rückschluss, also das erste Indiz, dass man als Game Designer etwas zu komplex angelegt hat, ist, wenn das eigene Team, also die eigenen Level Designer, das Ding gar nicht benutzen, weil die sagen, das ist ja blöd, das ist mir viel zu kompliziert. Man möge darüber lachen, es ist gar nicht so leicht, eine Level-Design-Abteilung oder einen Artist oder wen auch immer oder einen Programmierer dazu zu bringen, dass er auch wirklich das tut, was man gemeint hat und dass er nicht das macht, was man ihm gesagt hat. Weil da liegen oft Welten dazwischen. Also wenn man bei einem Review auf einmal merkt, das Feature ist nicht im Spiel, dann ist das ein Indiz dafür, dass man als Designer vielleicht mal über das Feature nochmal nachdenken sollte. Die letzte Lektion ist, jeder hat ja zu solchen Dingen auch eine Meinung. In einem großen Team wie bei uns kriegt man viele Meinungen und wenig Weisheiten. Und die Gefahr ist, dass man da bei einem Design by Committee, also in einem Komitee designt, also viele Leute entwerfen gemeinsam eine Idee, was in der Theorie ja heißt, dass die Idee dann allen gefällt. Das Resultat ist, wie alle kennen, von einem Kompromiss. Keiner fühlt sich so richtig wohl damit. Und das wollen wir ja nicht. Da gilt es als Game Designer, ist es etwas schwierig, da die Balance zu finden und manche Sachen zu sagen, nee, so bleibt's. Und bei anderen Sachen auch wieder zu sagen, naja, vielleicht hast du ja doch recht. Also wenn da spielt das Ego ja auch oft eine Rolle. So. Ein nettes Pendant, eine Resultatskette, die ich dazu gefunden habe, habe ich von Gabe Newell geklaut, um ehrlich zu sein, sind die 5 Stufen der Trauer von der schlauen Psychologin Elisabeth Kübler-Ross, die analysiert hat, wie Menschen mit Scheitern umgehen. Weil wenn man sich an diese Ratschläge nicht hält, dann scheitert man, aber die wenigsten Leute lernen aus ihrem Scheitern. Die 5 Stufen, die man auch aus seinem eigenen Team immer kennt, sind von oben nach unten. Das erste ist das Denial, also die Verneinung. Dass man sagt, nee, bei mir geht das, bei mir geht's. Works on my computer, Standardspruch von Programmierern. Der nächste Schritt ist die Wut, dass die Leute dann sagen, naja, du guckst ja auch in die falsche Richtung, warum, du musst auch F12 drücken statt F1 oder du musst ja, guck doch in die scheiß Gebrauchsanweisung rein. So, da wird man wütend, nützt einem natürlich nichts. Die nächste Phase ist das Verhandeln,
wenn man das ganze System kann man auch sehr gut auf Beziehungen anwenden. Das wäre dann die Phase, wo man sagt, lass uns doch Freunde bleiben. Haben auch viele Leute wahrscheinlich schon mal gehört. Das Verhandeln bei Spieleentwicklern ist ganz oft so, dass sie dann sagen, naja, dann machen wir einfach noch ein paar Features dazu oder gebt uns doch noch mehr Geld oder mehr Zeit und dann wird die ganze Sache schon. Da gibt es auch einen schönen Ausdruck für, das ist sozusagen die Silver Bullet Theorie, also die Suche nach der magischen Lösung für ein Problem, was ganz oft darin liegt, dass das Design in sich einen inhärenten Fehler hat, auf einer Ebene, die viel zu weit unten ist, dass man die dadurch korrigieren könnte, dass man einfach noch ein Feature oben drauf kleistert. Allerdings ist die Versuchung dazu natürlich immer sehr groß. Der vorletzte Schritt ist die Depression, dass man sagt, naja, der Markt ist noch nicht bereit dafür, wenn ich so viel Geld hätte wie Blizzard, dann hätte es ja geklappt, oder wenn, die Idee hatte ich ja schon viel früher, aber mein Spiel wollte keiner kaufen und so weiter. Der nächste Schritt ist die Akzeptanz, dass man aus der ganzen Sache ja auch lernt. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Also sehr, sehr viele Teams, intern oder extern, je nachdem, auf was sie reagieren. Also es kann sein, dass man damit auf eine Release reagiert, auf ein Spiel, das keiner haben will. Oder dass man im Team merkt als Designer, ah, mein tolles Feature, das mag keiner. Viele Leute kommen über die ersten zwei Phasen gar nicht hinaus. Oder wollen nicht. So, das führt dann solche Sachen, also wenn man, oder noch viel schlimmer, sie gehen dann zwar hier durch, aber fangen dann nahtlos wieder vorne an. Und wenn man aus diesem Zyklus nicht ausbricht, innerhalb von einem Team, und zwar dadurch, dass man sich ständig entweder hinterfragt, das Feature hinterfragt, oder auf externe Fokustests zurückgreift, dass man sich also Leute holt, die man nicht damit beeindrucken kann, dass man der Game Designer ist, sondern die einfach nur spielen wollen, denen egal ist, wer sich das ausgedacht hat, und die dann auch keine Hemmung haben, dem Teamer zu sagen, das ist scheiße. Das hilft manchmal. Weil wenn man das nicht tut, dann endet man wie diese arme Katze. Kennt auch jeder. Ist sehr beliebt, auch bei uns auf den internen Mailinglists. Wenn man sich was Doofes ausdenkt, kriegt man sehr viele von diesen Fotos. Ja. Ganz viele Lektionen für Design, um das vielleicht noch mal ein bisschen versuchen, so intellektuell zusammenzufassen. Gutes Design kann man verstehen, klingt logisch. Gutes Design ist zugängliches Design, accessible. Gutes Design heißt Redesign. Also ein inhärenter Teil von gutem Design ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, auch das, was man tut, zu redesignen. Heutzutage heißt es Iteration, damals hieß es Redesign. Das habe ich an der Uni gelernt. Good Design ist when all good things come together. Also gutes Design heißt, die einzelnen Bestandteile arbeiten auch zusammen. Also Interface und Feature unterstützen sich auch gegenseitig und arbeiten nicht gegeneinander. Dass das Feature, das Interface zu kompliziert ist, das merke man sich. Interface zu kompliziert für die nächste Slide. Wenn das zusammenkommt. Und gutes Design, das hat auch irgendein schlauer Designer gesagt, ich habe leider die Quelle nicht gefunden, aber behaupte nicht, dass das von mir ist. Gutes Design ist, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Klingt erstmal logisch, sagen Leute, ja, ja, klar. Nach all diesen schlauen Worten zeige ich jetzt die nächste Iteration meines Interfaces. Die sah dann so aus und da habe ich natürlich alle Regeln, die ich selbst habe und die ich gerade so wunderbar eloquent hier dargestellt habe, habe ich alle gebrochen. Kompletter Müll eigentlich. Dieses Interface, wie man sieht, ist da hinten dran auch irgendwo ein Spiel, hinter dem Interface. Da habe ich auf der linken Seite habe ich mein Interface für den Nanosuit, da wo dieses Mannequin da ist. Dann habe ich nebendran Energieanzeigen für die einzelnen Eigenschaften, für die drei Speed, Strength, Armor, wie sie da hießen. Die haben ein gemeinsames Energiebudget, was man da oben sieht, in dem obersten Balken, der mit dem kleinen Blitz da. Das ist ein Energiebudget, das der Spieler ganz fuchsig selbst verteilen kann. Das heißt, er kann sich aussuchen, ob er denn lieber 98% Speed haben will oder lieber 65%. Darüber hinaus gibt es auf der rechten Seite noch allen möglichen anderen Kram, der eigentlich nur dazu geführt hat, dass ein Koreaner eigentlich einen mit einem alten Topf erschlägt, während man versucht, seinen Nanosuit von 0,5% Strength auf 0,9% Strength hochzuregeln. Ist von 2005, wie man da unten sieht. Und habe ich gemacht, gebe ich gerne zu. So,
Der nächste Entwurf, habe ich versucht, mich auf meine eigenen Ratschläge zu besinnen, ist schon ein bisschen einfacher, wie man sieht, hat aber auch noch dieses seltsame Uniform Energy Budget da oben. Wie man da sieht, da gibt es so tolle Knöpfchen hier, so mit Plus und Minus. Was heißt, dass man das hier dynamisch customizen und super schnell an sich selbst anpassen kann. Da sind auch noch ein paar Sachen drin, die es ins Spiel nicht geschafft haben. Auf die gehe ich jetzt mal nicht ein. Der Ursprung dieser Idee war, dass wir den Spielern die Fähigkeit geben wollten, diese Spielfigur, diese eigene Spielfigur, den Spielercharakter, wirklich komplett anpassbar zu machen. Dass man sagen konnte, okay, vielleicht gibt es Leute, die wollen lieber die ganze Zeit schnell rennen, aber auch noch ein bisschen Rüstung haben und vielleicht noch ein bisschen stärker sein. Was für ein Actionspiel und für ein schnelles Actionspiel wie Crysis eigentlich totaler Humbug ist. Ist entlehnt aus auch wieder RPG-Spielen. Es gibt auch erfolgreiche First-Person-Shooter oder Actionspiele, die so etwas benutzen. Stalker hat zum Beispiel ein sehr komplexes System, wo man seine Waffen anpassen kann. Bioshock hat dieses Plasmid-System, was auch relativ komplex ist. Allerdings hat sich herausgestellt in unseren Fokustests, dass Leute dieses Micromanagement, wie man das nennt, also sich um solche Sachen kümmern, während man eigentlich damit beschäftigt ist, Sachen in die Luft zu sprengen, macht keinen Spaß. So. Dies hier ist der verzweifelte Versuch eines Konzeptartists, meinen Entwurf umzusetzen. Und man sieht diese ganzen Pfeile und Fragen so, wo dann da steht, warum sind denn die gleichen? Und was zum Teufel sollen diese Knöpfe hier sein? Und da sieht man, es ist schon etwas einfacher geworden, aber immer noch viel zu komplex. Das Resultat war in den Fokustests, die Leute haben das nie benutzt. Die sind einfach nur rumgelaufen, haben geballert, was ja auch ein großer Bestandteil ist von unserem Spiel. Aber wir wollten, dass der Wechsel dieser Eigenschaften in diesem System so weit unten benutzt wird, dass die Leute es auch wirklich tun. Also dass es nicht nur da ist, dass man sagen kann, ja, 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 wir haben den tollen Nanosuit, sondern dass die Leute von alleine darauf kommen, dass es auch wirklich Spaß macht. Der nächste Schritt, hurra, schon viel einfacher, hat aber immer noch diese komischen Eigenschaften, die man so dynamisch anpassen kann. Der nächste Schritt, da sind sie auf einmal weg. War einer der schlauesten Schritte, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir jetzt von einem analogen System, wo ich halt einen Slider habe mit rauf und runter, sind wir umgeschwenkt auf ein digitales System. Das heißt, entweder bin ich jetzt stark oder ich bin schnell aus die Maus. Geht viel schneller, macht viel mehr Spaß. Und hat dazu geführt, dass es auch wirklich benutzt wurde in den Fokustests. Dass die Leute beim ersten Mal, wenn sie auf den Knopf gedrückt haben, haben sie gedacht, huch, was ist denn das? Komisches Menü in der Mitte. Haben dann zwei, dreimal rumprobiert und haben dann gemerkt, aha, diese Auswahl hat diese Reaktion. Also die Kausalitätskette zwischen ich mache dies und es passiert das, war auf einmal viel klarer. Das ist der vorletzte Entwurf, der hier noch Text benutzt. Wir sind dann in der finalen Version, sind wir von der textuellen Information, also hier steht Strength, Armor und Speed drauf, sind wir umgeschwenkt auf Icons, also auf eine grafische Repräsentation, weil wir festgestellt haben, dass die Leute auf dieses Menü länger geguckt haben, weil sie immer dachten, es könnte ja was Neues da stehen. Das ist eine Eigenschaft, die Menschen haben, die lesen können. Man liest alles, man kann es nicht abstellen. Also es ist unmöglich, fast allen Leuten ist es unmöglich, irgendwo hinzugucken, wo ein Text steht, zum Beispiel auf dieses Ubisoft-Ding da, und nicht Ubisoft zu lesen. Man tut das automatisch. Wir haben uns dann entschlossen, auch hier unten in der Ecke wegzugehen von diesen textuellen Informationen, die suggerieren, dass es viel komplexer ist, und haben dann einfach Icons benutzt. Da habe ich jetzt keine Slide für, leider. Die wichtige Lektion für uns als Team und für mich als Designer war, dass man solche Sachen nur über Prototypen entwickeln, zeigen und darstellen kann. Und zwar Prototypen sind deine Freunde. Gegenüber dem Publisher, gegenüber des Creative Director oder des, wie auch immer das Team strukturiert ist, also wem man da irgendwie Rechenschaft schuldig ist. Was denen relativ schwer klar zu machen ist, gerade im Publisher oder jemand, der die ganze Chose dann halt bezahlt, ist, dass Prototypen natürlich auch falsch sein können. In der Raketenforschung werden viele Prototypen gebaut und wenn die nicht funktionieren, dann fliegen sie in die Luft. Das heißt aber nicht, dass die Ingenieure, die das Ding bauen, dann immer rausfliegen, weil ein Prototyp, der kann auch schief gehen. Es kann auch sein, dass man einen Prototyp für ein Feature entwickelt und der zeigt ganz klar, das Feature macht keinen Spaß. Und damit muss man eigentlich umgehen können, dass auch die eigene Idee halt nicht funktionieren kann. Der Prototyp
kann darüber hinaus benutzt werden, um diese Idee auch zu kommunizieren. Entweder einem Publisher oder einem potenziellen Geldgeber oder auch dem eigenen Team. Dass man dem Team sagen kann, wenn der Programmierer denn fragt, ja, wie stellst du dir das denn vor mit diesem Speed, Strength, Schnickschnack, wie soll das aussehen? Kann man sagen, hier, guck dir es an, probier es aus, so haben wir uns das gedacht. Und die letzte Lektion, Prototypen muss man wegschmeißen, wenn sie das getan haben, was sie tun sollen, und sollte nicht versuchen, dann daraus ein komplettes Spiel zu konstruieren, weil Prototypen sind meistens zusammengehackt, mit Klebeband zusammengeschraubt und irgendwie eigentlich keine, sollten nie eine Basis für eine professionelle Produktion sein, sondern nur dazu dienen, das, den Prozess zu illustrieren oder eine Idee zu verkaufen. Das hier sind unsere Development Milestones, die wir für Crysis hatten. Wir hatten angefangen, also der erste Prototyp ist 2005 entstanden. Das war das, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Dann der nächste interne Milestone war die E3 2006. Da haben wir zum ersten Mal was Spielbares gezeigt. Die erste Iteration des Nanosuits. Und so ging das dann weiter, bis wir dann endlich Gold waren. Und in diesem ganzen Prozess haben wir ständig Prototypen parallel zur richtigen Produktion entwickelt, evaluiert und weiter an dem Feature gearbeitet. Also es war kein Prozess, dass wir eigentlich aufgehört haben mit der Prototypisierung, sondern das lief während der ganzen Produktion immer parallel nebenher. Die letzte Sache ist, auf die ich eingehen will, ist, dass wenn es in einem wirklichen Level, in einem richtigen Level von einem Spiel nicht funktioniert, dann klappt es gar nicht. Weil ein Prototyp kann auch, das ist der zweite Punkt, wenn jemand sein Handwerk versteht, dann kann er etwas so vorführen oder so zeigen oder so demonstrieren, dass man das verkaufen kann an einem Team. Da sollte man aufpassen, dass man das nicht benutzt, um Leute zu überzeugen, wenn man selbst nicht von dem Feature überzeugt ist. Also da muss man als Designer ehrlich zu sich sein und halt sagen, okay, vielleicht ist es doch keine gute Idee. Feedback hilft da immer. Externes Feedback ist noch viel, viel besser. Und Komplexität kann einen Grundfehler im Design leider nicht beheben. Er kann ihn höchstens überdecken. Und zwar dadurch, dass man das Feature gar nicht mehr benutzt, weil es noch ein anderes gibt. Das visuelle Beispiel dazu ist der Feature Creep, wie wir ihn nennen. Den haben wir sogar vergeben. Wir hatten so einen netten Feature Creep Award, den wir dann den jeweiligen Leuten, die irgendwie ein neues Feature versucht hatten, in die Produktion reinzuschnirgeln, die haben dann einen Feature Creep Award gekriegt. Die Lektion daraus ist, wie am Anfang schon erwähnt, der Spieler hat immer recht. Wenn die Leute es nicht benutzen, ist es wertlos. Und das Geld nicht wert, das notwendig ist, um so ein Feature in einer Produktion von Anfang bis Ende umzusetzen. Die Mittel, die wir dazu benutzt haben, ist, früh testen und oft testen. Man sollte auch versuchen, nicht um der Innovation, also der Erfindung wegen, neue Sachen in ein Spiel einzubauen. Also mit dem anfangs erwähnten Standard von WASD und Maussteuerung in einem Shooter sollte man nicht abweichen. Das wäre, glaube ich, fatal, wenn man auf einmal die Bewegung auf andere Tasten legt. Es gibt Spiele, die haben das versucht und die waren meistens miserable Fehlschläge. Da in diesem Fall sind Standards eindeutig der Freund des Entwicklers. Dann muss man auch wieder playtesten, also das Spiel testen lassen, selbst testen, extern, intern, welche Möglichkeiten man da auch immer hat. Und die Maxime bei solchen Playtests ist, wenn die Leute damit klarkommen, von Anfang an, also easy to learn, hard to master, sagt man ja so gerne, dann hat man eine gute Sache am Start. Das heißt noch nicht, dass das Feature fertig ist oder dass man das wirklich gut benutzen kann, aber da ist man schon mal auf dem richtigen Weg. Schnelle Iterationen, also schnelle Umsetzungen, sind für einen Designer sehr, sehr hilfreich. Also man kann, es ist sehr hilfreich, wenn die Umsetzung von der Idee bis zum Prototyp nicht länger dauert als 2 bis 4 Wochen, weil viel mehr kann man sich in einer professionellen Produktion als Zyklus nicht erlauben. Zu einem relativ frühen Zeitpunkt mit Agile Development gearbeitet bei Crytek. Das mag dem einen oder anderen was sagen. Das heißt, wir hatten Iterationszyklen von 2 bis 4 Wochen für Features und haben die danach evaluiert und festgelegt, was als nächstes im nächsten Schritt damit passiert. Und das Letzte habe ich schon oft genug gesagt, das überspringe ich jetzt mal. Die Fragen, die man als Designer sich fortwährend stellen muss in der Produktion und auch anderen Leuten, so einer der Jobs des Game Designers ist, funktioniert das Feature in unserem Spiel? Macht es Spaß? Is it fun?
ist ja die Kernaufgabe des Game Designers, ist dafür zu sorgen, dass es Spaß macht, was auch immer man da tut. Und geben wir den Spielern auch, was sie wollen. Unser tolles, dynamisches, analoges Energie-Budget-Dingsbums da, was wir uns da ausgedacht hatten, war einfach nicht das, was die Spieler haben wollten. Die haben es nicht erwartet und waren deswegen auch nicht bereit, sich da wirklich einzuarbeiten. In einem anderen Spiel, in einem anderen Medium hätte das bestimmt prima funktionieren können. Aber bei uns halt nicht. Und Consistency ist King. Das heißt, man muss ein Feature von Anfang bis zum Ende, soweit man halt kann, logisch umsetzen. In der Planung, in der Implementation und auch in der Unterstützung von allen anderen Systemen. Wenn unsere künstliche Intelligenz nicht damit klarkommt, dass Bäume umfallen, was sie in unserem Spiel ja können, sollte man sich überlegen, ob man das der AI beibringt oder ob man sich vielleicht davon verabschiedet, dass Bäume umfallen können. Ja. Das überspringe ich jetzt auch mal. Wenn man das Ganze im Spiel nicht benutzt, hat es keinen Sinn. Was wir dafür hatten, um diese Nanosuit-Features auch wirklich zu benutzen, waren Hilfsmittel für die Designer. Was man hier sieht, ist ein Top-View von einer, also eine Draufsicht von einer relativ frühen Action-Bubble, wie wir das nennen, also einem Kampf gegen Nordkoreaner in Crisis. Und dieses Overlay, diese roten Dinger hier, ist ein Helper-Objekt, also ein Objekt, das man in unserem Editor über den Level ziehen kann und sieht dann, ob diese Cover-Objekte, diese Steine, die richtige Distanz haben, dass man mit dem Nanosuit auch richtig cool von hier nach hier sprinten kann. Also jeder dieser Pfeile entspricht nahezu ungefähr der Sprintdistanz, die man mit der vollen Anzugenergie zurücklegen kann. Wenn damit es noch einfacher ist, das ist ein relativ einfacher Level, haben wir hier bei den meisten Punkten noch schnell mal so ein Cover-Objekt in die Mitte gelegt, weil am Anfang sind wir davon ausgegangen, dass die Leute das noch nicht so gut können. Solche Dinge muss man auch vermeiden, kann man ein bisschen schlecht sehen. Die grünen Pfeile sind gut, also das ist so eine Level-Note, die ich dann mache, wenn ich mir Level angucke, die Level-Designer gerade bauen. Die grüne Distanz ist gut, ich kann also von einem Dach von dieser Hütte zum nächsten springen, ist wieder eine Draufsicht. Hier unten sieht man ein bisschen schlecht, so weit kann ich nicht springen. Das heißt, so eine Situation sollte ich vermeiden, weil ich dem Spieler auf der einen Seite suggeriere, du kannst schön von Dach zu Dach hüpfen. Und wenn das dann versucht und sich denkt, oh, auf die Hütte da unten will ich auch drauf springen, fällt er in der Mitte runter. Bad Design. Gibt es keinen Keks für. Genauso hier. So eine Standardsituation bei uns, die ein sogenanntes Prefab, also sind vorfabrizierte Objekte, die von den Artists nach Fotovorlagen meistens kreiert werden. Das heißt, sie sollen realistisch aussehen. Eine Aufgabe von einem Level-Designer ist es, das dann anzupassen. Weil hier steht diese Kiste zum Beispiel im Weg, da renne ich dran. Wenn ich dann versuche, da hinten hinzurennen, dann renne ich erstmal volle Kanne an die Kiste dran, falle hin, bleibe stehen und die Leute schießen auf mich. Ist nicht gut. Damit das im Level funktioniert und die Leute auch belohnt werden dafür, dass sie das Feature benutzen, muss das Level-Design auch die Richtlinien und die Guidelines und die Limitationen von dem Suit berücksichtigen. Das heißt, diese Kiste muss ein bisschen weiter nach links. Oft sind es nur ganz, ganz kleine Details oder Tweaks, die auf einmal die Benutzung des Features ermöglichen, dass man nicht dafür bestraft wird.